Ja, der Eisenbahner ist los und der geht mir gerade auch leider tierisch auf den Sack. Deswegen gehe ich jetzt erstmal zu Benji und schaue, was er so hat. Vielleicht kann ich da ja ein bisschen was weitermachen. PvP mag ich halt überhaupt nicht. So, was haben wir denn da bei dem? Bei Du dem bist hier Waffenmeister. überflüssig. So, gehen wir erstmal die Feldtestwaffen durch. Und zwar haben wir hier die Umlauf-Test HC1. Was muss man da machen? Gegen Vex einsetzen, egal ob Präzisionskills oder nicht. Als zweites Sorus TSP 10. Gegen Schadziele einsetzen, auch egal, wo man trifft. Präzisionstreffer sind hier auch egal. Dann Doppelkills mit dieser Waffe, auch egal ob Präzisionstreffer oder nicht. Mit dem Snipergewehr. Dann nochmal Snipergewehr. Gegen Kabale diesmal einsetzen und Zenturionen. Ja, toller Name. Ja, auch wieder. Nochmal gegen KI einsetzen und zu guter Letzt wahrscheinlich Captains, ne? Ja, gefallene Captains, auch wieder eine Sniper. Und ja, eigentlich alles gegen KI, das heißt, man muss nicht in Spätziegel, die könnte ich sozusagen jetzt auch gleich alle nacheinander wegleveln. Werde ich dann noch machen. Ich muss mal gucken, wie sind das hier? 1250 Punkte, bin ich da Rang 11 dann? Nein, schade. Ja. Leider nicht. Naja, gut, dann vielleicht nächste Woche. So, hier haben wir noch die Schmiedeaufträge. Da haben wir einmal die Sorus Ari 41 oder ARI, keine Ahnung. Das ist ein Automatikgewehr. Ob das gut ist oder nicht, werde ich dann als Quelle mein MMO wieder angeben. So, weiter haben wir hier im Sortiment die Omolon Tesan FR4, ein Fusionsgewehr. Dann einmal die Hecke Garheris D. Und eine Hand als Handfeuerwaffe, also Pistole mehr oder weniger. Ach ne, Pistole ist aber was Eigenes. Also Handfeuerwaffe. Dann hier noch die Omolon Ufern HC4. Als auch wieder Handfeuerwaffe. Und zu guter Letzt die Omolon Unzume AR4 Scharfschützengewehr. Ich glaube, die sollte man sich dann zulegen, wenn man noch nicht hat. Soviel ich weiß, sollte die sehr gut sein. War das die? Ich glaube, die war das, ja. Jo, und die üblichen Sachen hier, diverse Dingsbums. Ne, ist mir nichts zu sagen. Läuft. Ja, das ist der Banshee heute am 27.01.2016. Feldtestwaffen am besten alle durchleveln, wenn ihr Zeit und Lust habt. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen schwieriger oder nerviger ist, ist dann hier die Sniper-Sachen erledigen. Aber zu dieser Sniper habe ich auch noch ein Video, wo man sich am besten hinsetzt. Das ist nämlich im Falterhof und da kommt oben immer ein Captain. Da kriegt man es ganz schnell zu Ende mit dem Feldtestwaffen leveln. Und ja, checkt das aus. Bis dann. Tschüss.